hab Bock. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Hallo und herzlich willkommen zu Volume Games Indie Dienstag. Heute mit Death Store. Ein Game, das heute den 20.07. seinen Release feiert. Ein Indie Game ist. Was will man mehr? Habt ihr den Trailer gesehen? Ich bin schon gehypt und hab richtig Bock. Death Store ist von Acid Nerve. Einem kleinen Studio, das hat uns auch schon mal Titan Soul, so ein 8-Bit-Style Titel gezaubert. Jetzt gibt es hier eher einen vollwertigeren Titel. Ich würde sagen, sie haben die nächste Stufe der Indies erreicht. Die zwei Jungs sind in einem Studio in Manchester, UK und sind nur zwei. Und dazu zählen, und ich feiere ihn extrem, er heißt Mark Foster. Kein Deutscher. Und der David Fenn, dass ich es noch rausbringe. Und die zwei haben jetzt nach jahrelanger Entwicklung, will ich fast sagen, ich weiß es nicht genau, heute eben für PC und für die Xbox / Xbox S, XXS, was auch immer, Death Store, ein Action-RPG rausgebracht. Der Trailer verspricht schon viel und wir sind gespannt, wie es uns in den nächsten Stunden ergehen wird. Dass ich es rausbringe. Jo, wir sind da, der Chat ist da. Hallo Chat. Viel Spaß beim Indie-Dienstag. Wir sind auf dem PC unterwegs, aber mit unserem Xbox-Controller, der auch problemlos funktioniert. Wenn man mal kurz die Grafik-Settings noch sehen möchte, man kann hinten noch so kurz Kantenklettering einschalten. Dann sieht man mal kurz den Vergleich. Umgebungsverdeckung, Tiefenunschärfe und Reflektionen. Also auch diese kleinen Gimmicks kann man ein- und umschalten, wenn man das gerne möchte. Und so viel zum Intro. Ich würde sagen, gehen wir es an. Viel Spaß beim heutigen Volume Games Indie Dienstag. Erntekommission Hauptquartier, Endstation. Ja, kurzes Intro, wir können gleich Olé losstarten. Haben hier unseren Raben oder was auch immer das sein könnte. Und natürlich ist der Tod immer mit einem Raben verbunden, würde ich fast meinen. So, wir können slashen, wir können dodgen. Und wir rennen jetzt einfach mal raus. Die Kisten kann ich noch nicht kaputt machen. Aber wir folgen einfach mal diesem roten Schild, das sagt, hier gibt's Raben! Hallo! Security Check, der sagt, danke für deine Waffe, ist ihm aber scheißegal. Durch, wenn wir es eilig haben. Ein schlechter Wortwitz. Aha, Tod, Türen. Riesensee. Check. Dann gehe ich mal zu meiner Riesentür. Oje. Erste Seele, wie auch immer wir das tun. Da sind oben auch noch Special Abilities am Bogen. So, ich bin da, der Seelenhain. Aufenthaltsort der Auftragsseele. Dann kann ich mich abrollen. Hast du Major gecheckt? Ich weiß nur, was mir das bringt. Jetzt sind die Viecher, denen ist das wurscht.
Kann ich sagen, nach unten gestoßen. So, da gibt es einen Block. Aha, da. Na gut, dann laufen wir wieder auf. Artemis schaut hier nur zu. Ups. Ah, dann kann ich mit LT kann ich schießen. Ich habe einen Pfeil. Pfeili! Fliegen Sie! Abgezogen! Bossseele gefunden! Sogar eine große Boss, ja. Wer Titan Souls gespielt hat, kennt das Spielprinzip ungefähr. Man rennt kurz durch einen Hindernisparcours und dann gibt es eine Bossfight. Schauen wir mal, wie weit das da noch anders wird. Geht, wo man dann später und dann nochmal kommt. Noch mit einem Leben, aber defeated! Autschi! Da kommt auf einmal einer und plötzlich uns nieder, was soll das? Mhm. Da hat sich wer unsere Seele geschnappt, glaube ich. Finde ich nicht so nett. Habe ich mir fast gedacht, dass ich das irgendwann kann. Ein Lebenssamen. Jetzt wäre ich Biotop auch noch, wenn ich da jetzt Pflanzen anpflanzen muss. Viele Möglichkeiten, wo wir hin können. Kaputt, da gibt es einen Schlüssel. So eine Karte auch. Nein, noch nicht. Gut, da geht's auch nicht so weiter. Ja,
vorbei. Was ist da los? Ah, wieder. Geht nichts. Wäre zwar nett, wenn ich was verbessern kann, aber geht nicht. Das leichte, leichte. Sagt keiner irgendwas, dass ich die Seele jetzt nicht gefunden habe, schon gefunden habe. Sammeln. Gut. Aha, töte drei Monster, dann geht die Tür auf. Jetzt bin ich gesundet, weil ich kurz zurückgereist bin. Mehr Schaden. Tür. Schlüssel. Schlüssel! Irgendwie geht's da auch rein, aber da habe ich nicht gesehen, was man kaputt machen muss. Da komme ich mit dem Schlüssel auch nicht weiter. Schade. Nicht schnell genug gesammelt. Und tot. Wahrscheinlich spawnt wieder in der Base. Nein, spawnen nicht. Wir spawnen nach. Gut. Aha. Aber es ist alles um. Und wir haben auch. Ich hab gar nicht gerade einmal Seelen verloren. Okay, wird jetzt verblüht.
Aber wir haben es geschafft. Zwar nicht einmal leben, aber wir haben es geschafft. Und jetzt eine Plattform. Ja, bist du. Hallo. Erzähl mir was. Irgendwie 5000 Einsätze, eine Tafel. Also gut, Map sucht man verzweifelt, man muss sich merken, wo man hinrennt. So, da gibt es wieder so einen Heilsamen. Nimm mit! Gönn den. Schauen wir, was wir da noch haben. Außer noch ein Monster. Jetzt zum Gipfel. Schauen wir mal zum Gipfel. Ja. Sehr leise. Können wir relativ schnell autotunen. Danke fürs Feedback. So, zap zap. Besser? Sollten wir mal jetzt besser sein. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich da die zwei Gitter runter dann, oder? Und dann schauen wir da runter, da unten gibt es noch einen Samen. Hui! Da geht es sogar noch weiter runter. Na gut. Jetzt haben wir gedacht, ich erkunde das kurz und dann muss man da urweit runterspringen. Aber das ist nur die Abkürzung für ganz runter. Da war ich eh schon mal. Na bitte, bist du zufrieden, bin ich auch zufrieden. Wie geht's, wie steht's? Freut mich, dass du mal wieder einschaltest. Was geht's? Du bist so ein Rabe, der Rabe ist offensichtlich der Tod muss Seelen sammeln und wir haben gerade einen Bossfight geschafft und seitdem rennen wir jetzt gerade im nächsten Gebiet rum und erkunden das so Zelda-Style-mäßig. Also 3D, RPG, Hack and Slash, was auch immer, Mix-Genre. Und probieren zu überleben. Man kann klettern, man kann springen nicht, aber schlagen, jetzt haben wir gerade gelernt, mit unterschiedlichen Waffen, also mit leichten Angriff oder eben mit so einem aufgeladenen schweren Angriff. Oder im Rollen. Allerdings können wir damit noch nicht die Türen einschlagen, also scheinbar fehlt uns da noch ein Item. Wir haben auch einen Bogen, der so Special-Fähigkeiten von oben links braucht, und das Grüne sind unsere Leben. Und das sind die Monster, die
auch ein Hit, ein Leben abziehen. Bis jetzt. Knapp. Ja, ging sich aus. So, und jetzt seitdem renne ich hier so lustig um und probiere herauszufinden, wohin wir als nächstes sollen. Ich dachte mir am Gipfel, aber ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung renne. Aber egal, solange wir ein bisschen erkunden und Spaß haben dabei, ist es ja auch schön. Ach, unsere Streams sind auch, wie sagt man so schön, für was für Pärchen, das kann man sich auch gemeinsam anschauen, sofern beide irgendwie ein Videospiel interessiert sind. Wir sind da nicht so. Wir ratschen auch gerne über Gott und die Welt. Charakterdesign bin ich bei dir, ja. Der Rabe taugt mir schon mal voll, ist auch ein lustiger, aha. Da ist jetzt einfach ein magisches irgendwas gespawnt. Der frisst. Der erinnert mich auch wieder so. Die gibt es doch auch in Zelda oder so, so diese Drehwürmer, ne, jetzt mal. Also ich nehme, die Charakter sind natürlich selbst designt von den zwei Jungs. Also das ganze Spiel ist von einem Studio aus Manchester, UK. Sie sind aber nur zwei. Der Mark Foster. Ich finde den Namen noch immer geil. Die Chöre singen für dich, Mark Foster und der David Fan. Und die haben gemeinsam das Gameplay, Story, Charakterdesign und so weiter gemacht. Ist auch nicht ihr erstes Spiel. Wie gesagt, es gibt Titan Souls und auch, glaube ich, zwei oder drei andere Titel. Ich kenne nur Titan Souls. Das war so ein Roguelite. Like Boss-Meshen, einfach nur immer einen Boss nach dem anderen. Und da gibt es jetzt zumindest ein paar Open-World-Abschnitte. Und das schaut natürlich grafisch auch wesentlich besser aus, wenn man jetzt sagt, man will jetzt nicht unbedingt 8-Bit zocken. Ach ja, wenn ich sterbe, komme ich zur letzten Tür, wo ich war. Und das Problem ist, ich weiß nicht mal, wer bei der letzten Tür war. Ich bin schon so viel im Kreis gerannt, das ist wie bei Dark Souls, oder irgendwann vergisse ich den Überblick und kenne mich nicht mehr aus, wo ich gerade bin. Aber ich hoffe, dass ich genug Monster töte, die da spawnen, dass ich so wie hier jetzt einfach so eine freie Abkürzung freischalte und mir nachher denke, cool, hier kann ich einfach mal wohin, wo ich vorher noch nicht war und einfach schneller von A nach B reisen. Da geht es irgendwie auch nicht durch, aber da unten ist so ein cooler Orb. Orbs sind Seelen, Seelen sind... Ha, wer hätte es gedacht? Levelaufstieg. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel ich habe. 300. Also wenn ich 400 habe, kann ich mir ein Level-Up kaufen, habe ich festgestellt. Für irgendwas. Hier geht's runter, hier geht's wieder rauf. Dafür ist die Tür offen. Wir sind wohl richtig. Ich habe zwar keinen Plan, wo ich jetzt hingerannt bin, aber es geht weiter und es kommt in ein Turm-Schloss-Monster. Oh oh, und das, wo ich nur ein Leben habe, ist vielleicht nicht so idealst. Vor allem, ja, kann ich zumindest mal hauen. Zack. So, und tot. Tja, schade. So schnell kann man tot sein. Es ist schon auch so Dark Souls-Style, heute der Eindruck. Man verarscht uns ein bisschen mit den Bossfights. So, ich weiß noch nicht, wohin ich jetzt laufen soll. Und es gibt wirklich keine Map. So, ich glaube, dass ich da unten die Abkürzung freigeschalten habe. Aber ich weiß es nicht. Wir schauen uns auch jetzt mal dahin. Nein, da will ich nicht her. Dann. Ich glaube nicht, dass. Dann war das die Leiter, die ich da gerade freigeschalten habe vorher. Also, es hat schon so gewirkt, als ob der Weg zumindest so halb sinnvoll ist, wo ich gerade hinlaufe. Keinen Plan, ob das der Storypfad ist oder sonst wie. Generell geht es halt darum, dass wir Seelen sammeln sollen in unserem täglichen Business und jetzt unsere erste Seele holen wollten und dann kam auch noch ein großer Rabe und hat uns einfach niedergebötzt und hat uns die Seele meiner Meinung nach gemopselt. Aber wir haben nicht rausgefunden, wer das ist und waren halt auf einmal in der nächsten Welt.
Vielleicht wird das noch aufgeklärt. Ich weiß es nicht. Death Doors gibt es übrigens seit heute. Release 20.07.21 für PC, auf dem sind wir heute unterwegs. Wie auch für Xbox S, X, S, was auch immer. Beim PC habe ich nur festgestellt, wenn man es kaufen möchte, der Microsoft Store hatte es noch nicht drinnen, aber auf Steam kann man es kaufen. So, bin ich jetzt genug im Kreis gerannt, dass ich jetzt wieder bei meinem Boss bin oder nicht oder schon oder nicht oder doch? Ich gehe mir nicht aus. Doch, da bin ich vorher auch gerannt. Das ist immer schon ein langer Pfad und da wieder Abkürzung. Ich weiß noch nicht, wo die Abkürzung war. Also ich soll offensichtlich diesen Pfeilen hier, Farbenpfeilen folgen, die sagen, hier geht es zum Gipfel. Das habe ich jetzt quasi gemacht. Jetzt gehen wir da dazu noch runter. Ach, das war da unten, war der Schlüssel vorher gleich, den ich mir geholt habe. Jetzt kenne ich aus. Also eigentlich sind wir da genau am Anfang. Ich bin jetzt genau eine Runde gerannt für nix. Das ist immer herrlich, wenn man drauf kommt, wie man eigentlich laufen muss. Wenn ich jetzt nach links gehe, ist nämlich genau die Tür, von der ich gerade gekommen bin, oder? Oder bin ich komplett am Holzdampfer? Ich glaube, dass da die Tür sein muss. Yussi! Geil. So. Gehen wir trotzdem durch, weil dann heilen wir uns. Hey, wenn man irgendwann einmal versteht, wie die Map funktioniert. So, wenn ich da zurück in meine Base komme, dann bin ich geheilt. Natürlich spawnen die Gegner in der Zwischenzeit wieder, aber nachdem wir jetzt eh noch zum Boss laufen wollen, ist mir das relativ wurscht. Ich wollte nur mit voller Leben gegen den Turm bestehen. Ja, es gibt Hebel, es gibt Schalter. So, und jetzt... Fion, fion. Ups, ich wollte mich nicht hinholen. Ich wollte eigentlich Bogen schießen. Zack, zack, zack. Autsch. Powerheap. Egal. Ups. Mhm. Also nicht so nah kommen. Boah, jetzt fliegt er einfach mal. Was soll das? Piu, piu. Wow, jetzt schießt er auch. Na, so habe ich das nicht gewettet hier. So, einmal kurz ein paar Mal hauen und schießen. Ups, ups, wow, wow. Zweimal hauen, dann kann man wieder ein bisschen schießen. Treffen sollte man noch. Er macht ziemlich viel Lärm um nichts. Jetzt kommt wieder der Laser. Nein! Laser! Weg mit diesem Laser! So, puh. Und schießt das wieder auf mich. Ja. Au, au. Diese Drehattacken, das ist, wenn man nah hinkommen muss. Aber ich muss ihn immer ein paar Mal hauen, weil sonst kann ich nicht Fernattacke machen. So, ich kann natürlich auch Gegner farmen und würde dann ein bisschen stärker werden, also wahrscheinlich der Bosskampf auch leichter. Und bringen halt nur, ich glaube, das ist ziemlich zart, wenn ich nur zwei Monster kill. Ja, das schaut. Nö, ich glaube, da probiere ich lieber mein Glück im Bosskampf.
So, hier. Hit, weg. Schießen, 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 schießen. Aber man sieht dann eh, dass er ein bisschen brüchiger wird. Schieß, schieß, schieß. Und weg. Schieß. Und hit und weg. Ach, fliegen mag ich nicht. Und schieß, und schieß. Jetzt kommt sein Laser. Brrrt. Das war ein kurzer Laser. So, kommt jetzt irgendwelche Raketen. Nur nicht ausholen. Ausholen mag ich nicht so. Ja, haben wir gedacht. Und wenn man langsam die Movements kennt, dann kann man sie auch leichter ausweichen. Oder halt verdammt schlecht schießen, aber ich glaube, ich habe es geschafft. Hey, mit einem Hit. Ein Hit! Einer nur! Easy! Puh. Ha! Lächerlich! Und es gibt eine neue Brücke. Habe ich jetzt mehr 10 gekriegt? Huh, jetzt habe ich 450. Da, was können wir da? Da können wir wahrscheinlich irgendwas aktivieren. Da geht's weiter Richtung überwucherten Ruinen. Oder zum Gipfel. Ich habe keinen Plan, wo ich hin will, aber schau mal. Kann ich hier draufhauen, dann komme ich mal zum Gipfel. Also führe mich hoch. Hallo Gipfel. Da können wir auch den Übergang schaffen. Zack. Das ist wahrscheinlich der nächste Shortcut frei. To the base. Und können wir da weiter schauen. So, wie komme ich da? Wie soll ich da irgendwo hin? Da kann ich ja nichts kaputt machen. Ich kann da nicht springen. Ich kann da nicht rollen. Also. Wahrscheinlich muss ich da mit diesem lustigen Tunnel da irgendwie durch. Aber ich weiß es nicht. Dann können wir wieder Leben einsammeln. Da gibt es einen Schlüssel. Darf ich mir den nehmen? Nein, darf ich nicht. Du kriegst keinen Schlüssel. Storm schaut schon wieder wie irgendein Bossfight aus. Ach, das ist die Krähe, die mir gerade vor meine Seele gefladert hat. Du, 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 du! Don't do that! Die Tür des Todes. Ach ja, unsere Krähen altern, solange wir unterwegs sind. Das ist auch noch so gerade Spoiler, drum ist die alt. Das haben sie am Anfang gesagt. Solange sie auf der Jagd sind, altern sie. Und wenn sie nicht schnell genug die Seele finden, werden sie halt einfach alt. Also er hat uns jetzt die Seele geklaut und weil er uns die Seele geklaut hat, haben wir unseren Auftrag nicht erfüllt und weil wir unseren Auftrag nicht erfüllt haben, werden wir jetzt altern und darum will er, dass wir ihm helfen, weil wenn ich ihm helfe, dann wird vielleicht meine Seele gefunden und wenn ich meine Seele finde, komme ich wieder zurück. Was ist das alles? Warum soll ich denn helfen?
und geh mich einfach mal in alle Himmelsrichtungen. Da gibt's immer einen, den musst du töten und dann wird alles gut. So. Ernte alle Riesenseelen oder auch nicht. Ach, das war jetzt. Hast mir eh schon erzählt. Sehr schön. Krieg jetzt trotzdem den Schlüssel? Danke. So. Damit ist auch ungefähr klar, in welche Richtung wir streben, nämlich in irgendeiner der Himmelsrichtungen. Probieren wir da immer weiter voranzuschreiten, um dann. Der Wille der Urnenhexe, das klingt doch gut. Da gibt es wieder einen Hebel. Shortcut. Hallo Leiter, die einfach mal so erstellt wird. Zur Hexe geht's da unten hin. Wo geht's da hin? Da ist auch ein Tür, Schloss. Mit Schlüssel. Tja, da komme ich dann nicht rein. Also auf zur Hexe! Hexe, Hexe, Hexe! Aha, das war ein kurzer Weg. Ich bin jetzt da. Geht's hier weiter? Yep, hier geht es weiter. Hier gibt es eine Seele. Das schaut aus wie böse angreifenden Feinde. Das schaut so aus wie, ich bräuchte hier Feuer, um hier durchzukommen. Schade. Schaut aus, das komme ich nicht durch. Vielleicht den Grabstein oder irgendwie mal. Ach, da ist ein Hebel. Ups. Ja, manchmal sieht man den Hebel vor lauter Grabsteine nicht. Licht, aber ansonsten nix. Schaut da aus. Man tut sich auch nichts. So, dann schauen wir mal. Dann gehen wir in die andere Richtung. Finden wir jetzt noch einen Hebel? Nein, wir finden einen Gegner. Zack. Ui, der bringt sogar einen ganzen Erfahrungspunkt. Na bitte, nun jetzt wieder mit Urassen. Da, zwei Hebel, zwei Schalter, ein Weg. Ein Aufzug. Kaputt, kaputt und trotzdem gibt es nichts. Na dann, halt nicht. Gibt's viele Blätter. Da gibt's wieder so ein Urnen-Dingsi. Verbrenne deine Waffe und verbreite Freude. So nicht. Der hat aber einen Bogen in der Hand, kann ich Bogen schießen? Yep. Also Dampfkessel mit Pfeil bedeutet Spaß. Eigentlich sollten die Ingame sonst kein Echo haben. So, wahrscheinlich scheitert es daran auf. Ja, heute das Feintuning. Aber wir nähern uns mit vorangeschlagener Zeit dem Ziel. Das ist mit jeder neuen Update-Version. Ändern sich die Grundeinstellungen und auf einmal ist alles anders.
Aber ich glaube, jetzt wird's passen, oder? Hier geht's zur Villa. Blups. Ich kann wohl nicht schwimmen. Das tut mir weh. Dann mache ich das nicht. So, da gibt's wieder eine Tür. Yes. Endlich wieder eine Tür zurück ins Grenland. So. Muss ich dann merken, durch welche Tür man gehen muss, wenn man wissen will, wo man hingehen. Ich meine, interessant wäre natürlich, wenn das jetzt so halbwegs zusammenpasst mit den Himmelsrichtungen. Und wir wissen jetzt hier, Freund der Berge. Yep. So, hier kriege ich Stärke. Fähigkeit, Schnitt des Nahkampf zu führen. Wenn du sie erhöhst, steigt der Schaden. Schneller geladen. Tempo. Zaubersprüche. Ja, dann machen wir mal Schaden. Piu! Stufe 1. Zurück zur Hexe! 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 Topfkopf. Pothead! Es war klar, dass wir jetzt die Zuber sind. Dem soll ich wieder bei irgendwas helfen. Na klar machen wir das, weil wir sind ja die Nettigkeit in Person. So, das sind zwei Potheads. Was ist mit dem Dampf? Bombe! Also von einer Seite kann man sprengen, von der anderen Seite nicht. Gut. Dann. Gut, das kostet mich Leben, also sollte ich das nicht so machen. Das nächste Mal schießen wir es ab. Oh, hier ein Fernangriff. Zack. So, wenn wir das kaputt machen, passiert da nichts. Auch da nicht. Der Garten des Friedens. Abkürzung 1. Jock. Abkürzung 2. Oh, jetzt haben wir der Böse. So, dann haben wir da mal rund um den Turm zusammengeräumt, alle Feinde besiegt und das nächste Tor geht auf. Zack, so geht's auch. Einfach mal sprengen. Bot kaputt. Heber! Das heißt wohl, die eine Seite haben wir geschafft. Also auf zur zweiten Seite.
Feuer, 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 Feuer. Frei. Piu. Eins. Zwei. Was kann man Feinde? Und tot. Eins, zwei, Feind tot. Schade. Aber gut. Gott sei Dank müssen wir nicht so weit laufen. Ach, da geht's nicht weiter, gut. Der Pothead Attack. Ich finde nett, dass sie immer wieder nachspawnen, weil sonst müsste ich ja da. Wahrscheinlich hätte ich dann gar nicht genug Pfeile. Der Garten der Freude. Ich freue mich auch schon richtig. Einmal kaputt, zweimal kaputt. Einmal Pfeil. Zweimal Pfeil. Und hier wieder Magier, der einfach so spawnt. Ja, grüß Gott. Heute verirren sich doch ein paar Leute hier. Es trifft sich gut. Ich mache nämlich gerade die Tür auf und dann gibt es den Anfangstrailer, dass man weiß, um was in dem Spiel geht. Weil ich dann eine kurze Bio-Break mache und mir was zum Trinken hole und dann geht es wieder weiter. Ideal, richtig. So, jetzt aktivieren wir da den Hebel. Dann geht die Tür auf, die zweite Fackel an und der nächste Raum steht uns zur Verfügung und der freut sich auch. Hurra, wir können weiterschreiten, mein Kamerad. No, frei nach dem Motto, euer Tschü. Der Suppenkopf ist einfach so geil. Schade, dass du uns schon verlässt, aber es freut uns natürlich immer wieder, wenn du einschaltest. Wie gesagt, nächste Woche gibt es sicherlich wieder den nächsten Indie-Dienstag und wir werden auch bei dem ein oder anderen Release den nächsten lustigen Stream anstellen. Ui, und soll ich da mich gleich selber in die Luft gejagt. Ist nicht so gut. Das ist, wenn das Ding ist, dann verfolgt uns da eine Kugel. Mhm. Gut zu wissen. Kann man runterspringen, aber eigentlich gibt es da noch keine Leiter. Die Frage, machen wir das trotzdem? Wir machen es trotzdem, weil es wurscht ist. So. Dachte ich mir, dass da ein Hebel ist, der die Leiter erscheinen lässt. Und jede Menge Seelen. Yes, so mag ich das.
I'm a soul man. Ja, ich nehme auch nie den direktesten Weg, sondern rein einfach immer lustig um einen um und schau, was dann so passiert. Schaut da schon wieder sehr nach Rätsel aus. Das Familiengrab. Muss ich bestimmt Töpfe kaputt machen? Man weiß es nicht. Da ist noch eine Tafel. Zeig die Tafel. Der Garten der Liebe. Ah, sie spawnen einfach schnell wieder. Kann nicht schnell genug. Dann gibt es wohl einen Trick dabei, den ich noch nicht verstanden habe. Aha, das eine ist trotzdem kaputt. 1, 2, 3. 4. Okay, man muss offensichtlich 5 bestimmte kaputt machen und wir wissen noch nicht welche 5. Also wird es wahrscheinlich noch irgendwann einen Hinweis geben. Ich fände das auch verdammt fies, wenn da unter den Blättern auf einmal irgendwas wäre. Und wenn man die Blätter auf die Seite schieben muss oder so. Und da gibt es einen Hebel. Klink! Mach auf! Das schaut nach Abkürzung aus oder Ausgang. Also darum geht es eh nicht weiter. So. Der will unbedingt schon rein. Mich will aber noch gar nicht rein. Ich wollte doch da draußen noch ein bisschen erkunden. Also man muss offensichtlich nicht nur direkt was tun. Man kann auch ein bisschen rumlaufen und neben der Story einiges entdecken. So, und wahrscheinlich werden wir jetzt darüber irgendwo die Zeichnung am Boden oder so mit ein paar Töpfen finden. Autschi. Das war nicht so klug. Oh, da ist ein Ritter. Ich mach die ganze Zeit die Kisten weg, aber es war noch nie was in der Kiste drin. Warum mache ich die Kisten kaputt? Oh, und da schaut noch ein Leben Bossfight aus. Ich glaube nicht, dass das so klug ist. Naja, egal. Vielleicht reicht mir ja der Fernangriff. In dem Moment kriege ich einfach eine drüber gebrettert. Sehr schön. Das ist aber ein guter Punkt für die versprochene Pause inklusive kurzen Trailer. Viel Spaß.
Perfekt ist sich das ausgegangen, so mag ich das. Ein kurzer Boxenstopp und schon gern's weitergehen. Wir spielen mit euch Death Doors. Ein Spiel von Acid Nerf, dem Duo aus Manchester. Der Mark Foster und David Fenn haben gemeinsam dieses Spiel entwickelt. Und wie schon zuvor erwähnt, es ist nicht ihr erstes Spiel. Sie haben mit Titan Souls schon einen kleinen Indie Dark Souls Titel released und jetzt gibt's heute am 20.07. den Release von Death Doors für PC, Xbox und Xbox Series X, SXXSSS, wie auch immer das heißen möge. Ja, wir spielen jetzt schon ungefähr eine Stunde auf unserem PC und ich muss sagen, ich finde das Spiel bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir sind von einer Map zur anderen. Ein bisschen geht mir eine Karte ab, dass ich ungefähr weiß, wo ich bin. Aber das ist bei eben Spielen wie Dark Souls und so weiter ja auch nicht der Fall. Erschwert allerdings für Casual Gamer, sage ich jetzt einmal so, geschwind mal am Abend eine Runde zocken. Man muss schon wissen, wo man hinläuft. Aber ansonsten, die Rätsel sind ganz lustig. Wir haben bis jetzt eine Fähigkeit, nämlich den Bogen. Und wir können Nahkampf und starken Angriff machen. Und ja, schauen wir mal, was jetzt in dem nächsten Kampf auf uns zukommt. Da steht noch was von Kristallbruchstücke, keinen Plan, Riesenseelen, keinen Plan. Kommt einiges auf uns zu. Ja, der Chat leert sich ein bisschen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wir werden trotzdem noch jetzt versuchen, diesen Ritter da unten platt zu machen. Es hat auch eine gewisse Dark Souls Dynamik, wenn wir sterben, spawnen wir da bei der letzten Tür. Quasi unseren Spawnpunkt, die Gegner respawnen alle. Sind wieder lebendig, die können wir nochmal töten. Und aha, auch die Fässer spawnen. So, jetzt muss man schauen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich bin jetzt. Das ist so typisch, wenn man nachher nicht mehr weiß, wo man hin will. Ich will euch alle nicht töten, ich will doch nur vorbei. Uiui, da sind viele. Ach, ich kann die Magier zurückschlagen. Ei, dann kommt doch hinten einer. Voll vergessen, dass ich da die Angriffe zurückhören kann. Nein! Nein! Zu viele Gegner! Zu viele! Mach sie weg! Da war es noch einer. Not so easy, hat auch nicht ein paar Seelen gebracht, aber die kleinen bringen, wie gesagt, fast keine Seelen, habe ich den Eindruck, ne? Ei, ich hätte auch einfach geradeaus raufhängen können, gut. Tja, jetzt kommt da rechts dann der Ritter, also abgekürzt. Kaputt gemacht. So, da war vorher auch noch einer. Ah, den ignoriere ich jetzt. Wir wollen gleich zu unserem großen Freund hier. So, jetzt spring runter. Trau dich. Ich bin schon weg, bin schon weg, bin schon weg. Ha! Und pam, 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 pam. No! Oh! Der ist wieder besser. Vor allem, wenn er zwei- oder dreimal zuschlagen darf. Nein! Ich mag doch, dass ich nicht tot bin. Also, Taktik, nicht so viele Leben verlieren beim Raufgehen. Ja, tot ist das neue Game Over, habe ich gehört. Tot. Weil wir spielen ja auch Death Door, also Todestüren. Da ist schon klar, dass tot einfach steht. Scheiße, viel klüger, wenn ich gleich raufrenne, wenn man den Weg rennt. Ja, manche Tage dauern einfach zu lang, dann sollte man immer wieder spielen. Auf der anderen Seite, das entspannt schon ein bisschen. So, also weg mit dir, du. Boah.
Autschi. Ah, viel fällt nicht mehr. Ja. Die kleinen Siege, die einen dann so freuen, wenn man den einfach da platt macht. Der Garten des Lebens. Vorher war es der Garten des Liebenden, jetzt ist das der Garten des Lebens. Da gibt's einen Shardy Shard. Und ein Shardy der Shard heißt, wir können was updaten, nämlich zum Beispiel unseren Fernangriff, wenn wir wieder zurückreisen. Das werden wir dann bei nächster Gelegenheit tun. So, was sagt der Garten hier? Nur Garten des Lebens. Na gut. It's the circle of life. So. So viel Leben schaut da gar nicht aus. Das schaut eher so aus, als ob das da gerade vor sich hin verwelkt. Habe ich hier den Eindruck. Ui. Ui. Ah! Maskis. Na geh, Maskis. Sie geht's mit dem anderen. Ja, da. Fahrt sich gegenseitig nieder. Diese Magier, weg mit dir, weg mit dir. Yes! Ja, Mann! Hä, ich denke, hier ist, mir taugt das Spiel schon. Haben sie ja gute Arbeit abgeliefert, die zwei Jungs. Da kann man wieder nicht drüber. Ich sehe jetzt da auch nirgends so wirklich so eine Feuerquelle, dass ich die Schalen da anzünden kann. Mit irgendeinem Bogen oder so. Meine einzige Feuerquelle ist das Ding hier da oben. Die Frage, kann ich dann von oben schießen oder was ist da der Plan? Verstehe es nicht ganz. So. Ne, das kann ich nicht. Ne. Das kann alles nicht sein. Na gut. Vielleicht brauche ich auch das Feuer nicht. Was weiß ich denn schon? Nun ja, kommen auf einmal alle vorbei, kuscheln. Ah ja, Bogenschütze, weg mit dir. Nerven die Nahkampfangriffe schon, aber wenn dann auf einmal ein Bogenschütze neben dir steht, mach. So, gleich kaputt. Gleich weg mit dir. Da ist wieder so ein Tugel. Ich rolle und rolle und rolle. Gut, wieder eine Rune geschafft. Huh, was gibt's da? Ein Streunerdolch. Kann man schon aus wie eine Katze, aber es sind wirklich Dolche. Aha, kann ich sagen, ich will die oder ich will den. Schaden 08, dafür sind sie schneller. Piu! Ja, hat sich schon ausgezahlt, dass wir da ein bisschen erkunden. Für meine Dolche des Todes! Naja, Dolche des Todes. So, jetzt haben wir da eigentlich auch die Runde gemacht. Dann schauen wir hin zur Bibi Blocksberg. Ja, was sprichst du? Aha, ich gehe vor. Tür. Yes. Shortcut. Wieder einen Bereich geschafft.
Jetzt haben wir zwei, drei Bereiche haben wir jetzt schon geschafft. Jetzt sind wir in der Villa. Jetzt kann ich wieder in the base ein bisschen upleveln. Also bis jetzt, ich muss ich bin immer mehr begeisterter von dem Spiel. Es ist schon sehr kurzweilig, muss man sagen. So, jetzt können wir Kampffähigkeiten. Stärke, Geschicklichkeit, Eile. Frage, ausweichen oder mehr Fernkampf? Ausweichen, Fernkampf, ausweichen, Fernkampf. Ach, machen wir auswerfen. Ausweichen. Ich werde wahrscheinlich eh alle 400 zuerst machen, bevor ich das nächste mache, weil ich bin ja immer so ein Casual-Typ, der einfach immer alle Sachen random macht. Pew. So, also zurück zur Villa. Wilma, ich bin daheim. So, aber das Rätsel. Ta! Das Rätsel mit den Schachfiguren, genau nämlich das, was da jetzt gerade passiert. Das haben wir nicht gelöst, was ich mit denen machen jetzt soll. So, und da komme ich auch nicht rein, weil da brennt nichts. So. Und da ist eine. Ein Stopf, zwei Stopf. Schlüsselloch. Hab keinen Schlüssel. Große Tür. Schaut, könnte so Boss. Boss-Level sein, quasi. So. Bring die großen Schlüssel, dann darfst du zum Boss rein. Okay, mache ich. Danke. Schlüssel haben wir noch immer nicht, haben wir gesagt. Da kann ich wieder Leben holen. Ach, da geht's weiter. Da haben wir noch immer keine Karte. Vielleicht muss ich immer eine Karte für ein Gebiet finden. Das wirkt schon, das gibt's da was. Da gibt's wieder versperrt. Aha, das haben wir mal Gegner. Interessant. Hat sich voll ein Gegner versteckt. Einfach so. Frech. Au. Ja, hätte man nicht einfach so kaputt machen sollen. Ja, ist auch frech, dass er da genau neben dem stehen bleibt. Ach, gut, das ist sogar versteckt da. Alle kaputt, einer repariert sich wieder. Nein! Da fliege ich runter. Da falle ich unter. Zack. Feuer! Ach, da drüben hätte ich auch noch eins machen müssen. Wie soll ich den anfeuern? Ach, von der anderen Seite, gut. Schlüssel! Komm mit mir, mein Freund. Ich hab dich so gern, kleiner Schlüssel. Sperr mit mir alle Tore auf der Welt. Aha. Also es ist schon ziemlich tricky. Eins, zwei. Zum aus. Nein. Vier. Sesam, öffne dich. Zurück vor allem das. Feuer.
kann ich nicht verschieben. Kann ich das kaputt machen. So. Hier kommst du nicht weiter! Ich meine, ich muss das irgendwie oben da anfackeln. Ich sehe nicht, welche Position ich da. Ah, zack. So kann ich das tun. Daher laufen. So hinschießen. So, er kommt jetzt auf ins... Uiuiui, hallo. Der Zungenfreund. Lass mich raten, den kann ich wieder nur kaputt machen, wenn ich ihm die Zunge schlage. Und der macht gleich ein Headbutt. Lieber, wenn sie mit neuen Moves auf einmal anfangen, hört auf damit! Vor allem, wenn ich nur ein Leben habe. Also ich spiele mich sehr gefährlich mit einem Leben, sehr gefährlich, aber es ist sicher ausgegangen. Wir haben den Töpfer-Mensch da zerschmettert. Und dafür gibt's eine Seele. Aha. Eine von vier. Dann gehen wir sich aus. Jetzt müssen wir noch weitere drei finden. Und den Schlüssel haben wir ja auch gekriegt. Wer bist du? Urhexe. Was will die Hexe? Tschüss. Dann mal aussuchen, welchen Weg ich nehme. Ich nehme halt den oberen. Was mir wurscht ist. Ich sollte mich vielleicht irgendwie mal wieder heilen. Und. Nein, eigentlich nur heilen. So, dann müssen wir jetzt wieder solche Leuchtenden kaputt machen. Man kann ihn gleich durchschießen. Jetzt muss da hinlaufen. Pam! Numero unos. Dann mache ich den kaputt. Dann muss ich auch rüberspringen und runterspringen. Bam! So, Schuss. Weg damit. Nummer 2. Und den unten, die kriegen wir relativ einfach.
Und der ist links. Und da ist schon wieder ein Geheimer versteckt. Mach den Töpfer kaputt. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen miert. Ist ja auch schon spät. Da, ich gesagt, da zumindest noch eine verlorene Seele müssen wir schon noch retten. Muss jetzt wieder alles neu machen. Muss wirklich alles sammeln. Mag nicht alles sammeln. Ich muss alles sammeln. Na gut, dann tun wir alles. Dann tun wir halt alles sammeln. Ist ja nicht so, was wüsste man nicht schon, wie man sammeln kann. Dafür gibt es ein Geheimnis. Ich habe nämlich gerade gesehen, wenn ich daher gehe, dann gibt es hier Seelen. Na, hat sich schon wieder ausgezahlt. Kriegen wir schon wieder 100 Seelen mehr. Ich kleine Krähe, ich. So. Wie machen wir euch jetzt am besten schnell kaputt? Ja, einfach fleißig auf die Button mischen. Du vor allem, weil du dich u-blöd durchdrehst. Will ich nicht, geh weg. Geh weg, geh weg. So. Kaputt. So mache ich das. Tür geht auf. Oh, du bist auch wieder ein Gegner. Eine Seele, was? Eine Seele? Ich mach das für eine Seele! Jetzt wieder den nächsten Schlüssel. Schlüsselmanüssel. Einmal runter. Na, das war easy, dass ich den Schlüssel krieg. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, wie ich da raufkomme. Zurück. Na, nicht so halber Räufern. So, da runter, dann kann ich den raufklettern. Mhm, Shortcut. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass der jetzt schon wieder ein nerviger kommt. Na, wo soll ich da? Bah! Warum 2? 4? 3? Ah! Weg. Es wollte mir nur segieren gerade. Dann headbuttert er mich auch noch. Nein! Ich will nicht geheadbuttert werden. Und wieder abgeschossen. Thank you.
Yes. Puh, schon wieder mit einem Leben, aber am Schluss doch noch geschafft. Es wird schon ziemlich stressig, muss man schon sagen, muss man schon sagen. Zweite Seele gerettet. Pam, 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 pam. Und kommt da jetzt wieder die schrullige Hexe her. Ja. Ich glaube, die hat uns nicht so lieb, die Hexe. Bald. Alle Töpfe zerschlagen. Na, wenigstens sterbe ich gleich am Anfang. Ah, geil. So ein Death Counter wäre auch wieder interessant. Gibt es da so Statistik? Du bist bis jetzt so oft gestorben. Nö. Sehe ich nicht. Aha, wir haben wohl gefunden, wie alles böse ist. Pah. Das waren alle. Alle, alle rufen in der Halle. Und das war ein einfacher Schlüssel. Boah, Kamikaze. Da geht's unten irgendwo hin. Na gut, dann gehen wir halt da noch hin. Wer bist du? Audrey. Nein. Na gut, wie unsere Odyssee ausgeht, das erfahrt ihr, indem ihr euch das Spiel selber besorgt gleich. Sämtliche Sportzeit wird gespeichert, du kehrst zur letztverwendeten Tür zurück. Sehr schön. Klingt vernünftig. Death Doors von Acid Nerve, dem kleinen Studio aus Manchester, UK. Mark Foster, David Fenn, Death Door. Heute, 20.07. Release, PC, Xbox. Viel Spaß. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, schon meine Wertung für heute abgegeben. Hat mir wieder sehr gefallen. Also, es tut sich was auf der Indie-Front, das sich sehen lassen kann.
Und ja, ich finde es schade, dass es es nicht in den Game Pass geschafft hat, weil ich hätte es natürlich noch lieber mit Achievements und sonst was gespielt. Es hat nämlich sicherlich Potenzial. Ja, schreibt uns vielleicht in den Kommentaren, wenn ihr das Game zockt oder so, wie es euch so gefallen hat. Und wie immer, wenn ihr Wünsche, Vorschläge für die nächste Woche habt, einfach immer wieder her damit. Einmal Facebook, auf der volume.at Homepage/Games, auf unserem YouTube-Channel, Instagram. Ihr findet uns überall. Schreibt uns einfach, was ihr gerne sehen wollt. Und wir streamen es für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Dienstagabend, eine schöne restliche Woche. Genießt den Sommer und wir hören uns spätestens nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt Volume Games Indie Dienstag. Bis dahin immer schön laut bleiben. Ciao und bis zum nächsten Mal.